Garbhasana. Garbhasana ist die Stellung des Kindes, auch Embryostellung genannt. Garbhasana ist ein Sanskritwort bestehend aus zwei Wörtern, Garbha und Asana. Asana heißt Stellung, Garbha heißt Embryo, Mutterschoß. Eigentlich wäre es korrekter zu sagen, entweder die Mutterschoßstellung oder die Embryostellung. Wir sagen gerne Stellung des Kindes. Ich weiß gar nicht warum, aber es hat sich irgendwo eingebürgert. Auch Swami Vishnu hat gerne von Child's Pose gesprochen. Aber Garbha ist eigentlich Embryo oder auch Mutterschoß. Und die Stellung des Kindes, die du vermutlich kennst, du sitzt auf den Fersen, Stirn am Boden, Unterarme neben den Unterschenkeln, ist ja auch eine der Stellungen, in denen der Embryo im Mutterleib ist. Und so wenn du die Garbhasana einnimmst, kannst du dich fühlen wie ein Embryo im Mutterleib. Du kannst dich ganz geborgen fühlen, du kannst dich ganz geschützt fühlen, du kannst dich ganz entspannen. Und so ist diese Garbhasana eine gute Stellung, gerade vor und nach dem Kopfstand, die Stellung des Mutes, die durchaus auch eine Stellung der Konzentration ist und vielleicht auch für manche so eine kleine Gefahr beinhaltet, im Sinne von etwas Aufregendes auf dem Kopf zu stehen. Und vor und danach fühlst du dich geborgen, wie im Mutterleib, in Garbhasana. Oder auch nach den Rückbeugen, wo du mit Kraftanstrengung deine Rückenmuskeln gestärkt hast, deine Armmuskeln gestärkt hast, dein Herz zum Himmel hin geöffnet hast, nach oben geschaut hast, das ist gut in Garbhasana, dich wieder einzurollen und ganz dich anzuvertrauen, das Gefühl zu haben, du bist geborgen im göttlichen Mutterschoß, du bist wie ein Embryo, genährt von Gott, du kannst dich vollkommen entspannen. Ja, das war der Eintrag zum Thema Garbhasana im Yoga-Vidya-Sanskrit-Wörterbuch. Das war jetzt kein Hatha-Yoga-Demonstrations- und Vorführungs- und Anleitungsvideo. Das findest du auch auf den Yoga-Vidya-Seiten. Wenn du mehr wissen willst über Garbhasana, wie du Garbhasana einnehmen kannst, welche Variationen es gibt, welche Wirkungen Garbhasana, die Stellung des Kindes hat, gehe auf www.yoga-vidya.de. Dort kannst du eingeben in dem Suchfeld Garbhasana oder auch Stellung des Kindes. Und dann bekommst du viele Informationen und viele Tipps für diese Asana. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.